Ich beschäftige mich sehr lange schon mit diesem Rechtsterror nach 2015, der sich auf einen Tag X vorbereitet, auf einen Tag des rechten Umsturzes. Bei dieser Gruppierung ist besonders erschreckend die hohe Anzahl der Beschuldigten und der weiteren Personen. Wir reden um einen Kreis von fast 100 Rechten. Darunter Angehörige der Kommando-Spezialkräfte, ehemalige und aktive Polizisten, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, viele Legalwaffenbesitzer. Und wenn die sich aufmachen, zum Beispiel zu planen, den Reichstag zu stürmen, Politiker als Geiseln zu nehmen, Sabotage zu üben, dann sind da viele darunter, die haben einfach einen gewissen professionellen militärischen Hintergrund und das macht die Gefahr aus. Diese Patriotische Union wird ja öffentlich als Reichsbürger bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das für alle überhaupt zutrifft, aber sie verfolgen eine gemeinsame Ideologie, die davon ausgeht, dass dieser Staat die Existenzberechtigung verloren hat, dass dieser Staat vermeintlich gegen die Bürger dieses Landes arbeiten würde. Und daraus leiten sie ab, ein Widerstandsrecht, aber auch das vermeintliche Recht, Terror anzuwenden, um die Institution, das Parlament zu beseitigen und dann eine autoritäre Regierung zu installieren. Und da macht es schon deutlich, es ist im Kern natürlich revisionistische, antidemokratische, völkische Ideologie, die diese Menschen umtreibt. Deswegen finde ich es besonders schlimm, dass zum Beispiel auch von den Sicherheitsbehörden dies oftmals entpolitisiert wird. Man spricht dann zum Beispiel von dem sogenannten Phänomenbereich nicht zuzuordnen. Es wird nicht offen gesagt, dass dies eine rechte Struktur ist. Und diese politische Einordnung ist notwendig, wenn wir auch gesellschaftlich gegenarbeiten wollen. Was die Beteiligung von Polizisten und aktiven und ehemaligen Soldaten angeht, so muss man genauer hinschauen. Fast alle diese stammen aus Spezialeinheiten. Also Einheiten mit einem übersteigerten Elitedenken, mit einem ganz autoritären Selbstbild, aber auch oftmals mit der Vorstellung, dass sie sich opfern für andere. Das ist beim KSK und bei Fallschirmjägern ganz konstitutiv. Und aus dieser elitären, autoritären Überzeugung entstehen natürlich Schnittmengen mit extrem rechten Ideologien. Und dann gibt es dazu noch die Traditionsgeschichte. Das KSK ist gegründet worden aus dem Fallschirmjägerbataillon 251. Der ehemalige Kommandant ist unter den Verhafteten. Und dieses Fallschirmjägerbataillon war schon bekannt für seine offene NS-Traditionspflege. Und die ganze Geschichte des Kommando Spezialkräfte ist aufs Engste verwoben mit dieser Ideologie und Praxis. Verhaftet wurde auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, die zudem Richterin am Landgericht hier in Berlin ist. Und die Justizsenatorin Frau Kreck hatte ja versucht, dass sie nicht mehr dieses Amt ausüben darf und ist damit gescheitert. Und wie wichtig und richtig es war, dieses Anliegen, zeigt sich jetzt. Es macht die allgemeine Frage auf, was tun wir eigentlich gegen Extremrechte im öffentlichen Dienst? Und da ist bisher die Bundesregierung auch eine Antwort schuldig. Ich sage, man muss das Disziplinarrecht sehr konsequent durchsetzen und vielleicht müssen wir es auch tatsächlich nochmal modifizieren, damit solche Personen eindeutiger und schneller entsprechend aus ihrem Amt versetzt werden können. Oder in einigen Fällen bin ich auch dafür zu sagen, die müssen nach Hause geschickt werden ohne Bezüge. Ich glaube, gerade diese Terrorgruppierung macht nochmal deutlich, sie ist nicht losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu sehen. Wir haben europaweit das Vordringen der autoritären Rechten und ihrer Ideologien und ihres aggressiven, auch gewalttätigen Vorgehens gegen Minderheiten, gegen die Demokratie und insbesondere auch gegen die Linke. Und diese Gruppierung passt da exakt hinein. Sie speist sich eben auch aus dem sogenannten Querdenker-Innenmilieu. Sie speist sich aus bekannten extrem rechten Gruppierungen, aber eben auch in einem Bereich, den ich klassisch eigentlich als bürgerliche Mitte bezeichnen würde oder die sich vielleicht auch selbst so sehen. Das heißt, wir haben es jetzt mit einem rechten Terror zu tun, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, wo diese Ideologie gerade auch in den letzten Jahren unter den rassistischen Mobilisierungen, unter den Mobilisierungen in der Corona-Pandemie immer weiter sozusagen Fuß gefasst hat. Wir müssen analysieren, wir müssen die antifaschistische Recherche stärken, die eben zu diesen Personen und Strukturen und deren Vorhaben
informiert, schon lange bevor überhaupt der Staat die Gefahr durch diesen Tag X erkannt hat. Und wir müssen uns auf der Straße engagieren. Allen denen ist Dank zu sagen, die mutig auch gegen die Corona-Proteste argumentiert haben und mobilisiert haben, weil das ist ein Quell dessen, was wir aktuell im gewalttätigen Bereich der extremen Rechten sehen. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, die Beratungsstrukturen, die es gibt, die Opferberatungen und ähnlich, die dürfen nicht zur Disposition gestellt werden. Da möchte ich ein kurzes Schlaglicht nach Thüringen richten. Dort versucht gerade die CDU in den Haushaltsberatungen in Schulterschluss mit der AfD diese wichtigen Institutionen des Kampfes gegen Rechts zu schleifen. Und da muss unser Augenmerk als Linke darauf liegen, auch eben diese Zusammenarbeit, die es gibt, nicht nur zu kritisieren, sondern eben auch gesellschaftlich und parlamentarisch andere Mehrheiten zu organisieren, dass dies nicht möglich ist.